Herr Korte, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Tagesgespräch bei Phoenix. Wir reden über den Verfassungsschutz und wir reden insbesondere über den Verfassungsschutzbericht, der an diesem Mittwoch erscheinen wird. Was sind Ihre Erwartungen an diesen Bericht? Na, ich habe relativ wenig Erwartungen an den Bericht. Ich kenne die Verfassungsschutzberichte der letzten Jahre und da steht viel Lyrik drin. Aber wir als Politiker, die ja eigentlich damit was anfangen sollten, können damit schlicht nichts anfangen, weil es doch relativ viel Prosa ist. Also ich erwarte herzlich wenig vom Verfassungsschutzbericht. Lyrik und oder Prosa, was meinen Sie konkret? Was stört Sie ganz konkret an diesen Berichten? Na, ich weiß gar nicht, was der Verfassungsschutz eigentlich konkret uns eigentlich mitteilen will. Dort wird alles Mögliche angeführt, was es für Bedrohungen gibt. Das ist alles relativ quellenlos, ist für uns als Parlamentarier kaum nachprüfbar. Und man muss natürlich besonders vorsichtig sein, gerade in der jetzigen Zeit ist der Verfassungsschutz in einer Legitimationskrise, wie es das noch nie gegeben hat in der Geschichte der Bundesrepublik. Und dementsprechend will er natürlich möglichst viel aufschreiben, um seine Legitimität natürlich zu belegen. Und da mache ich ein großes Fragezeichen daran, ob es diese Legitimität eigentlich noch gibt. Auf diese Legitimitäts- oder Glaubwürdigkeitskrise kommen wir gleich nochmal. Denken Sie denn oder sehen Sie denn grundsätzlich keine Gefahrenlage, was die Verfassung angeht und den Schutz dieses Landes? Na, natürlich sehe ich das. Natürlich gibt es Gefahren und natürlich gibt es auch terroristische Bestrebungen. Das ist ja nicht zu leugnen. Das Kernproblem ist ja für uns in der Politik, die dann eine Abwägung treffen müssen. Was für Maßnahmen unterstützt man, was lehnt man auch ab? Da bekommen wir herzlich wenig Zuarbeit. Es ist nicht zu evaluieren. Es ist für uns nicht überprüfbar eigentlich, was der Verfassungsschutz macht, mit welchen Methoden er das macht. Nach wie vor gibt es das V-Leute-System, was ich finde nicht mit dem demokratischen Rechtsstaat in Einklang zu bringen ist. Und deswegen glaube ich, die besten Informationen für uns als Politik, die kommen nicht vom Verfassungsschutz, sondern die kommen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die im Übrigen offen und transparent arbeiten. Das, finde ich, sind die wahren Verfassungsschützer. Da sprechen Sie den Grundrechte-Report an, nehme ich an, der vor gut zwei Wochen erschienen ist, den 8 Bürgerrechtsorganisationen herausgeben und der sich diesmal beschäftigt vor allem mit der Massenausspähung von Bundesbürgern. Sie haben es eben schon gesagt, dass Sie den als eigentlichen Verfassungsschutzbericht bezeichnen. Warum? Na, das ist wirklich der eigentliche Verfassungsschutzbericht, weil er wirklich deutlich macht, und zwar auch detailliert an konkreten Beispielen, an Vorgängen, wie die Verfassung ausgehöhlt wird durch massenhaftes Ausspähen unserer Kommunikation. Denn man muss ja immer daran denken, was das mit einer Gesellschaft macht. Die Leute fangen an, duckmäuserisch zu sein, angepasst zu kommunizieren, zum Teil gar nicht mehr zu kommunizieren. Und das ist im Widerspruch zu einer freien Demokratie. Wir brauchen unangepasste Kommunikation. Wir brauchen keine Massenausspähung, weil im Übrigen da auch die Unschuldsvermutung übrigens auf den Kopf gestellt wird. Wenn man per se alle überwacht, alle sind verdächtig, dann ist das mit dem Rechtsstaat nicht in Einklang zu bringen. Und deswegen gilt der Dank diesen Bürgerrechtsorganisationen, die seit vielen Jahren akribisch diese Gefahren für die Demokratie aufarbeiten und aufschreiben. Und das ist eigentlich Pflichtlektüre für jeden Bundestagsabgeordneten. Kommen wir zu der von Ihnen schon angesprochenen Legitimitäts- und Glaubwürdigkeitskrise der Geheimdienste hier in Deutschland, der Nachrichtendienste, wie Sie sie übrigens selber beschreiben, sprechen ja gar nicht von Geheimdiensten. Insbesondere in der Kritik steht das Bundesamt für Verfassungsschutz wegen seiner mutmaßlichen Zusammenarbeit mit der NSA, dem amerikanischen Geheimdienst. Zumindest haben Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR das behauptet, dass die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Diensten noch stärker, noch intensiver geworden ist, als sie ohnehin schon war. Was ist dazu Ihr Stand, Ihr Kenntnisstand und wie bewerten Sie das Ganze? Das macht natürlich ein Stück weit schon fassungslos. Wir sind jetzt gut ein Jahr nach Snowden. Das ist eine neue Zeitrechnung übrigens für die Demokratie. Ein Jahr nach Snowden und der Verfassungsschutz macht so weiter, als ob nichts gewesen wäre. Als ob nichts gewesen wäre. Aus Sicht eines Geheimdienstes kann ich es übrigens nachvollziehen, dass sie natürlich so viele Informationen haben wollen wie möglich. Das ist in der Natur eines Geheimdienstes. Deswegen ist das Kernproblem natürlich das völlige Versagen der Bundesrepublik und übrigens der Mehrheitsfraktion im Deutschen Bundestag zu sagen, das wollen wir nicht. Richtig wäre zu sagen, wir wollen die Geheimdienste an die Kette legen. Richtig wäre zu sagen, wir wollen nicht so werden wie die NSA, sondern wir sind der erste Überwachungsverweigerer. Das wäre die richtige Schlussfolgerung. Stattdessen kommt gar nichts von dieser Bundesregierung. Man reist mal nach Washington, man verschickt einen Fragebogen, von dem man bis heute nicht weiß, wie und ob er überhaupt beantwortet wurde. Und ich finde, das ist dieser Sache doch nicht angemessen. Selbst wenn man unterschiedlicher Auffassung ist über die
Rolle von Geheimdiensten, dass sie schwer zu kontrollieren sind und das nicht klappt, das müsste ja wohl parteiübergreifend deutlich geworden sein. Mehr denn je in der Kritik steht auch der Bundesnachrichtendienst und dessen Zusammenarbeit beispielsweise mit amerikanischen Geheimdiensten. Da sagt aber die Bundesregierung und auch die Geheimdienste selber, das geschehe alles nach Recht und Gesetz und auch das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages sei informiert über das, was da passiert. Naja, dass das nach Recht und Gesetz läuft, da will ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Das ist jetzt Aufgabe des Parlaments, das übrigens aufzuarbeiten, ob es wirklich alles nach Recht und Gesetz läuft. Denn nicht nur die linke Opposition, ich erinnere an Hans-Jürgen Papier und andere haben ja deutlich gesagt, dass sie diese Grundlagen nicht sehen. Und deswegen ist hier natürlich auch die Bundesregierung gefragt, darüber mal eine Auskunft zu geben, ob sie das eigentlich so sehen, ob sie die Notwendigkeit sehen, gesetzliche Grundlagen überhaupt zu schaffen. Ich glaube ja, dass das alles in einem Graubereich stattfindet, der im Kern nicht kontrollierbar ist. Und das Grundproblem, kann ich nur wiederholen, ist ein politisches, dass man so werden will wie die NSA, dass man einen Datenringaustausch betreibt, wo man überhaupt nicht weiß, was passiert mit den Daten. Es gibt für keinen Bürger die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht, was über mich dies gespeichert wird, weil es nachweislich falsche Verdächtigungen hält. All das gibt es nicht und das ist wirklich das Grundproblem. Es ist politisch gewollt. Gucken wir abschließend noch mal kurz auf das Bundesamt für Verfassungsschutz. Vor 2 Jahren gab es große Bemühungen aus allen Parteien, auch aus der SPD. Man müsse dieses Bundesamt für Verfassungsschutz reformieren. Aus Ihrer Partei, von Petra Pauer beispielsweise, gibt es den Satz, da ist gar nichts zu reformieren. Deswegen müssen wir den völlig umbauen, also in seiner jetzigen Form abschaffen. Sehen Sie erstens eine Bewegung in Sachen Reform beim Bundesamt für Verfassungsschutz oder sehen Sie möglicherweise auch eine Zukunft? Und wenn ja, welche für dieses Amt? Na, ich sehe vor allem ein Beharrungsvermögen, nicht radikal etwas zu ändern. Und spätestens nach dem NSU-Debakel, das es gegeben hat, wäre es ja das Mindeste, wirklich mit radikalen Reformen dort durchzugreifen, neue Organisationsprinzipien einzuführen. Und ich teile explizit das, was meine Kollegin Pau gesagt hat. Ich glaube, dass der Verfassungsschutz als Geheimdienst keine Zukunft haben sollte. Wir haben immer vorgeschlagen, den Verfassungsschutz zu transformieren in eine, sagen wir, Politikberatung, Demokratieberatungsfunktion. Das wäre, glaube ich, der richtige Weg. Was ich gehört habe, ist, es soll wohl ein Besucherzentrum geben beim Verfassungsschutz. Das freut mich, aber das hat nur mit Transparenz herzlich wenig zu tun. Aber hier ist natürlich die Politik gefragt, die deutlich sagen muss, wir wollen diese Reform. Wir wollen den Umbau und wir wollen, dass es so nicht weitergeht. Und diesen politischen Willen gibt es zumindest bei der Mehrheit im Bundestag nicht. Und darum streiten wir uns. Da sind übrigens viele Kolleginnen und Kollegen im Kongress in den USA weiter. Dort wird viel substanzieller und übrigens auch knapper in den Abstimmungen über radikale Reformen bei den Geheimdiensten diskutiert. Da kann man durchaus sich auch als Parlament eine Scheibe von abschneiden. Selbes gilt übrigens für die Kollegen im Europäischen Parlament. Dort wird viel substanzieller, viel energischer für eine Reform von Geheimdiensten geworben, für den Schutz von Daten, für die Transparenzregeln. Ich glaube, dass wir uns da eine Scheibe von abschneiden sollten. Vielen Dank, Herr Korte. Bitte gerne.